Do you feel the pulse? Moin moin Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das Wochenende kam jetzt gerade kein Merkur. Ich mache deshalb jetzt gerade ein kleines Erklärungsvideo, weil es ist ein kleiner Fehler passiert. Das Ganze kann ich mal ganz kurz und knapp erklären. Und zwar, ich habe am Donnerstag 3 Folgen aufgenommen. So, aber aus irgendwelchen Gründen, also ich habe nämlich 2 Festplatten. Einmal eine große 1 TB Festplatte, wo YouTube-Zeug alles drauf ist, und dann noch eine kleine 128 GB Festplatte, wo Windows drauf ist. So, auf der großen Festplatte habe ich halt einen Ordner, wo das Aufnahmeprogramm, sowohl OBS, also manchmal mache ich auch was mit OBS, und ja, mein anderes Aufnahmeprogramm, Loilo, die Videos, also sozusagen die unbearbeiteten Videos, erstmal ablädt. Und dieser Ordner war aus irgendeinem Grund gelöscht. Ich habe den im Papierkorb irgendwo wiedergefunden. Ich weiß nicht, warum der gelöscht war, er war auf alle Fälle gelöscht. So, da ist dann einfach Folgendes passiert. Der hat dann einfach irgendeinen random neuen Ordner erstellt, auf der kleinen Festplatte ausgerechnet noch, die fast voll ist. Da waren vielleicht 10 GB Platz nur noch. So, und dann ist einfach Folgendes passiert. Der hat die Videos darin geschmissen. Dadurch, dass aber dann ganz schnell kein Platz mehr war, weil die Videos, die ich mache, die sind sehr Speicherkapazität lastig, whatever. Ja, und da ist dann einfach mal Folgendes passiert. Teile aus dem Video wurden einfach rausgelöscht, damit er nachschieben kann. Also sozusagen, es wurde immer nachgestopft. Und mittendrin ist quasi Zeug kaputt gegangen. Und damit waren dann teilweise fast die ganzen Folgen nur noch Schwarzbild ohne Ton, ohne alles. Also ich hätte da weder eine Timelapse noch draus machen können, noch alles andere. Aus Frust habe ich die leider schon gelöscht. Also ich kann das jetzt nicht mehr einblenden. Aber ja, ist halt blöd gelaufen. Ich versuche sowas nicht mehr vorkommen zu lassen, aber naja, da steckt man halt nicht so ganz drin. Ich kann mal ganz kurz zeigen, was wir jetzt Großartiges gemacht haben. Wir fangen einfach mal damit an, was wir in den, also Botania-mäßig weitergemacht haben. Kann ich gleich mal zeigen. Warte mal. Ja, da sieht man schon, da ist ein bisschen was passiert. Und zwar, pass mal auf. Wir haben halt sozusagen mit dem Runic Altar, die haben wir gecraftet, dann haben wir sämtliche Runen für die Terrasil, Agglomerat, whatever Platte gemacht, sodass wir Terrasil herstellen konnten. Danach ist leider ein Creeper explodiert, das heißt, ich musste den Runic Altar nochmal neu craften und ein paar Mana Spreader, das ist halt leider alles weg. Dann haben wir halt so eine Sparks gemacht, ja, damit wir sozusagen das Zeug bepowern können. Dann haben wir 5 Terrasil hergestellt und danach war erstmal eine gesamte Mana-Speicher alle. 1 Terrasil haben wir. Wieso ist der Mana-Pool hier leer? Hat das einen Sinn? Warum ist der Mana-Pool leer? Oder hat er das. Das muss er doch aufgefüllt gekriegt haben. Keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal. Danach war halt gesamter Mana-Speicher erstmal leer. Wir haben dann sozusagen erstmal mit einem Terrasil das Elfenportal aufgebaut, mit allem drum und dran. Die Mana-Pools sind jetzt auch voll, also wir könnten das Elfenportal jetzt auch anmachen. Ich zeige es einfach mal ganz kurz. So, das Elfenportal wäre jetzt an, wir könnten jetzt auch traden. Ich mache es jetzt mal gleich wieder aus, weil das verbraucht mir sonst zu viel Mana. Das hat auch gleich einfach erstmal übelst viel Mana gekostet. Naja, gut, das füllt sich jetzt wieder auf. Dann haben wir, also das haben wir jetzt sozusagen fast der ganze Zeit gemacht, also wir haben nicht so viel geschafft, leider. Also getradet haben wir noch nicht, aber das war auch eher die Dias mangelhaft, also wir hatten kaum noch Dias. Da wir brauchen ja für die Reinforced Watering Can, brauchen wir ja noch Bedrockium. Und dafür brauchen wir sehr, sehr viel Cobblestone. Deswegen habe ich zum Ende der Folge noch so ein Cobblestone-Produktion gemacht. Ich will mal wissen, wie viel jetzt produziert wurde. Oh, gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so viel. Weil da habe ich jetzt mehr erwartet. 125.000 Cobblestone nur. Da habe ich wesentlich mehr erwartet. Also, ich habe eigentlich jetzt richtig schön gemacht, aber ach du Scheiße. Da kommt doch so viel rum. Also, ich habe mehr erwartet, dass es fast voll ist. Okay. Das kam unerwartet jetzt.
Gucken wir mal kurz in der Aluminiumfarm, wie es da aussieht. 160 Blöcke, ja gut, wir brauchen mehr, viel mehr. Ja gut. Dann ist es jetzt so. Schade. Aber egal. Gut. Dann werde ich dieses Video jetzt auch beenden. Ich wollte es eigentlich gar nicht so lang machen. Ja, dann bis morgen zu einer neuen Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.